zeig ich euch. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich reiche gerade ein paar Stops ein. Warte mal, wo war der? Ich habe gerade da hinten bei mir einen eingereicht. Hab vollkommen vergessen, euch auszupacken. Zeige ich euch später vielleicht noch. Das war so ein Wandgemälde. Und dann hier noch. Ich habe ja gestern, für euch vorgestern, so ein Video hochgeladen. Da sind wir mal so die Richtlinien durchgegangen, was man alles als Stop einreichen kann. Das, was ich jetzt einreichen will, ist zwar ein Wandgemälde, es ist halt rein theoretisch in einem Privatgelände, also in einem Haus, an einem Haus. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe ja mal hier ein bisschen gescoutet, um da ein paar Ingress-Zuschauer anzusetzen, an ein paar Stops. Das müsste hier irgendwo links sein. Oder bin ich da schon vorbei? Ah, ne, hier. Fahrradfahrer? Ich weiß nicht, also ich finde es eigentlich ganz gut. Ich zeige es euch mal. Entweder das da hinten oder einfach der Brunnen, die Muschel. Aber wie gesagt, ist halt in einem Haus. Also ich probiere es mal. Good day, Jungfrau. Oh Mann. So, ich habe alles eingereicht. Ich bin nur diese eine Straße entlang gegangen und schon sind meine Einreichungen weg, leer. Ich habe am Anfang gesagt, also in die Gruppe geschrieben, hey Leute, lasst uns absprechen, nicht, dass wir da irgendwas doppelt einreichen und dann unsere Nominierungen verschwenden. Und dann hat eine geschrieben, ist doch vollkommen egal, in 2 Wochen kriegen wir eh wieder welche. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil es geht halt so schnell, die Nominierungen gehen halt so schnell weg, man glaubt es kaum. Wie gesagt, das war jetzt gerade eine Straße und das Gebiet ist halt noch so groß, ich könnte wahrscheinlich noch 50 Sachen einreichen. Und anderes Thema, ich habe gerade ein kleines Fazit über die Deutschlandtour hochgeladen und ich habe mich eigentlich nur auf München konzentriert, was ich vollkommen vergessen habe. Und was ich halt vollkommen vergessen habe zu erwähnen, ist der Unterschied zwischen den zwei Städten, spielerisch, so stopptechnisch und so. Das mache ich jetzt dann auch gleich noch. So, ich setze mich mal in ein paar Arenen. Also, der Unterschied zwischen den Städten ist zum Beispiel, also eigentlich gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Du kommst halt am Hauptbahnhof an, das ist meistens eine Arena. Dann schaust du dich um, überall Stops, Innenstadt, Altstadt, abgesehen von Berlin. Berlin, die Innenstadt, was auch immer die Innenstadt in Berlin ist, da um den Hauptbahnhof herum. Da ging es halt nicht so ab, da waren wenig Stops und die waren alle recht weit auseinander. Aber es soll auch Gegenden geben, Stadtteile in Berlin. Berlin ist ja riesig, wo es eigentlich auch voll ist und ganz normal die Stops da sind, so wie bei uns halt hier Schwabing oder so. Und Berlin hat wahrscheinlich durch die Größe mehr Stops gesamt als die anderen Städte. Weiterer Unterschied sind die Stolpersteine. In den anderen Städten gibt es eine Menge Stolpersteine, das sind einfach Stops und Arenen. Und in München gibt es das zum Beispiel überhaupt nicht. Auch Wandmalereien. In den anderen Städten sehr, sehr verbreitet. In München kenne ich eigentlich kaum welche. Und diese Stromkästen, die bemalt sind. In München kenne ich 2 oder 1, der jetzt durchgekommen ist. In den anderen Städten ist das echt gang und gäbe und da sind echt ein paar coole mit dabei. Also was München dafür hat, sind sehr viele Statuen und so Hausverzierungen. Könnt ihr jetzt gerade nicht genau sehen. Das hat München sehr, sehr viel. Irgendwelche Statuen und Hausverzierungen und irgendwelche so Wappen an den Häusern. Das sind halt dann hier die meisten Stops und Arenen. Ich habe mich gerade eine Weile gebattelt um eine Arena, die wurde verteidigt von irgendeinem Multi-Accounter. Und dann irgendwann kam Raid drauf und dann ja, kam der Raid. Ich bin jetzt zu einem Lunastein-Raid gegangen. Problem ist, ich hatte einen GPS-Sprung unten in der Uhren. Hab dort leider einen Stop gedreht mit dem GoPlus und habe jetzt einen Softbun. Kann nichts drehen. Ja, und falls, also jetzt kann ich halt dann auch wahrscheinlich nichts fangen. Schauen wir mal. Ah doch, nur Stops drehen ist gebannt. Dann kann ich halt den Raid machen. Ich dachte, ich wäre auch für Fangen geblockt. Dann gehen wir in den Raid und dann
gönnen wir uns ein, hoffentlich Shiny Lunastein. So, ich hoffe, es läuft alles. Da ist noch so ein Dritter dabei. Hoffentlich schnappt er uns unser Shiny nicht weg. Was wir natürlich niemals erfahren werden. Außer irgendeiner schreit jetzt aus dem Gebüsch Shiny. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, was ein 100 ist, aber ich habe schon einen. Sonnenfell hätte ich 100 noch gebraucht. Und nee, rote Augen. Das Sharingan. Wir haben das Byakugan gebraucht. Entwicklungsquest. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit für einen Shiny Onix, aber kein Glück. Jetzt, keine Ahnung, 7, 8, 9 Stück habe ich gerade gemacht. Kein Glück. Ich habe hier einfach Module gesehen, die an sind. Da dachte ich mir, laufe ich mal hin. Gönne ich mir. Zwei neue Stops, die ich noch nie gedreht hatte. Wie in alten Zeiten. Irgendwo, wo man Module sieht, einfach auf dahin. Okay, es ist Montagmorgen, 8.59 Uhr. Um 9 Uhr kommt die Adventure Sync Belohnung. Und ich habe ein Sternstück gezündet, weil ja, es funktioniert für die Belohnung. Und man kriegt 25.000 extra. Man kriegt ja 50.000, wenn man 50 Kilometer geschafft hat. Ich habe 90,8. Eigentlich mache ich immer 100. Diese Woche habe ich mir gegönnt. Das war die Woche nach der Tour. Da habe ich ein bisschen Pause gebraucht. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr die 50 Kilometer geknackt habt und wie viele Kilometer ihr geschafft habt. Und wir wissen ja, für nächste Woche gibt es die Belohnung nochmal, weil es diese Woche irgendwelche Fehler gab und Adventure Sync nicht genau gezählt hat. Dementsprechend können wir uns 150.000 Staub ergaunern. Also 50.000 extra und dann noch 2x50 für einfach die Belohnung. Falls ihr natürlich die 50 Kilometer geschafft habt. So, wir warten. In der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Ideen oder ein paar Sachen, die ich besprechen will, ansprechen will. Erstens das Leaderboard für München. Falls ihr eins in eurer Stadt habt, könnt ihr gerne schreiben, wie ihr das findet. Spornt euch das an. Versucht ihr da oben in der Liste mitzuspielen. Wie findet ihr das so? Und wie kann ich am besten eine umsetzen? Wie kreiere ich eine? Wie fülle ich die? Wie update ich die? Da wäre ich über Tipps sehr dankbar. Zweite Sache, über die ich noch reden wollte, ist C-Day und Geschenke öffnen. Ich meine, es hat sich jetzt so festgesetzt, aber ich finde es gar nicht mehr so gut. Ich habe Leute, die haben einen Tag nach dem C-Day zum besten Freund werden, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Und auf den nächsten C-Day zu warten, bringt halt gar nichts. Erst irgendwann, Murat, es hat geklappt, irgendwann 21. Juli oder so, also in über einem Monat, 5 Wochen, kann ich 5 Wochen warten. Aber irgendwie gibt es auch keine andere Möglichkeit, sich abzusprechen. Also hier die paar, ein Tag, dann hier 2 Tage, dann 3 Tage, dann 4 Tage, hier 5 Tage, 6, 7 Tage. Also alles sehr, sehr unregelmäßig. So, jetzt haben wir's. Belohnung. Steht das dann noch hier irgendwo? Da! Hat geklappt. 76,5 sogar. Und es gibt ja auch viele, die machen das gar nicht am C-Day, weil die wollen die volle Zeit des C-Days nutzen zum Fangen und die Geschenke, das dauert um die 10 bis 15 Minuten. Kommt davon, wie viele du hast. Die machen das entweder vorher oder überhaupt nicht am C-Day. Dementsprechend überlege ich mir, ob es nicht besser wäre, zum Beispiel, nur ein Beispiel, jeden Sonntagabend um 20 Uhr. Einmal die Woche, um halt eben nicht zu viel Zeit zu verlieren. Und ich habe halt im Video vorgeschlagen, wir holen das irgendwie Montag nach. Ich habe ja keine Möglichkeit mit den Zuschauern zu kommunizieren. Auf jeden Fall habe ich dann einen Kommentar gelesen, der fand das nicht so toll, dass ich entscheide wann. Und ich sollte es einfach auch beim nächsten C-Day machen. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich genau in dem Zeitpunkt einfach geöffnet, sondern ich habe die Leute zur Kenntnis gesetzt und denen eine Möglichkeit geboten, sich zu melden, und zwar in den Kommentaren, was die dann auch gemacht haben. Aber selbst wenn, das sind 100.000, die man sich spart, aber 5 Wochen warten muss. In diesen 5 Wochen, man kann einfach beste Freunde werden, ohne Glück sein, die 100.000 sich gönnen, Platz schaffen für einen neuen Freund, und in den 5 Wochen kannst du diesen neuen Freund bereits auf Hyperfreunde, mit Glück sein sind das wieder diese 100.000, die du verpasst hast, also das gleicht das wieder aus, plus extra Zeit, dass er schon in Richtung beste Freunde wieder geht. Da kann man doch nicht 5 Wochen warten. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, ich werde demnächst, innerhalb der nächsten Woche,
nochmal Geschenke öffnen, einen Termin auszumachen, euch Bescheid geben. Ich hoffe, dann sehen das alle. Ich werde das auch groß ankündigen wieder. Weil 5 Wochen kann man nicht warten. Und dann werde ich das wahrscheinlich ab dem Video so implementieren, dass es vielleicht so jeden Sonntag, ich versuche ja jeden Sonntag zu streamen, jeden Sonntag beim Livestream dann sozusagen für mich und meine Freunde dann, damit das jeder weiß. Muss natürlich jetzt nicht jeder auf der Welt so machen, aber nur ich und meine Freunde. Vor allem ich erinnere ja oft die Leute aus den Kommentaren und viele melden sich halt nie. Manche schreiben mir dann auf Instagram, Facebook und so, dann ist kein Problem, aber manche, die kriegt man niemals zu Gesicht. Auf jeden Fall nur so ein Gedanke von mir, wo ich mir halt denke, Cedar ist nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um Geschenke aufzumachen. Und ja, vielleicht denkt ihr genauso und hört auf, das zu machen und etabliert, genau wie ich, dann was Neues mal. Nur so ein Anstoßgedanke für euch. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.